Hallihallo allerseits und herzlich willkommen zurück. So, mal schnell hinterher schwimmen. Wir haben ihn ja doch noch erwischt. Mal gucken, wo ist denn hier sein Rucksack? Wo müsste der hier liegen, oder? Da. Ganz schön dran genommen, ey, du. Und hier kommt man tief. Doch, kommt man doch dran hoch. Ich wollte gerade schon sagen, hier kommt man definitiv nicht dran hoch. Der hat hier alles kaputt gemacht, ey. So, die hier ist mal wieder an. Ablegen. Anziehen hier. Ah, okay, das kann man jetzt endlich in Fetzen reißen. Kann ich das bei dir auch? Tatsache. Gut. So, das rein, das. Die Spitzhacke da ist mal hin. Die kann ich gleich mal nachladen. Pfeile müssten wir uns auch schon wieder hier stellen, ne? Bretter brauche ich da oben, glaube ich, gar nicht, ne? Ist ja hier... Ja, da sogar auch erwischt, ey. Mann, 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 oh. Na super, wir hatten gerade so ein bisschen was an Ressourcen zusammengesammelt, ey, und dann macht der uns hier wieder alles kaputt. So, wir haben keine Nägel mehr. Jetzt kommt Gewitter. Plus 0,05. Ja, ist ja auch kein Wunder, dass sie bei uns im Land hier die halbe Küste vollballern müssen mit den Teilen, um einen Haushalt decken zu können. Wenn die alle so arbeiten wie die Windturbine. Die Tür auch kaputt? Ne. So, das hätten wir. Was wollten wir jetzt? Na gut, dann können wir jetzt mal hier wieder alles so ein bisschen retour. Weil das, was wir vorhatten, erstmal so auf die Schnelle geht nicht. Weil hier wieder ein bisschen was kaputt gemacht wurde. So, wir trinken einmal was. Natürlich dann ziehen wir uns hier ein bisschen was Gegrilltes rein. Thank you.
nachladen. Da haben wir nichts zum Nachladen. Da haben wir, glaube ich, was zum Nachladen, ne? Da haben wir auch voll durchgeladen. Gut. So, wir einmal nachfüllen, damit, wenn wir wiederkommen, die Bude schön warm ist. Okay. Dann würde ich fast sagen, können wir los, wa? Ach, die Tiere haben auch schon wieder Schmacht, wo war es, Tatsache. Sagen wir, unsere Lebensmittel brauchen alle noch. So, hier kommen. So, auf geht's. Ne, wisst ihr was? Wir machen mal was anderes. Und zwar würde ich sagen, schwimmen wir da mal rüber. Ich gehe da hinten mal ein bisschen gucken. Habt ihr doch schon mal gesagt, bei Gewitter geht man nicht ins Wasser. Tja. Dann hoffen wir mal, dass das nicht böse ausgeht hier. So, da ist ein Wolf, und was mich nicht mal interessieren wird, wäre echt, ob hier noch irgendwo ein Banditenlager ist. Oder ein Jägerlager, sagen wir mal vielmehr. Steht ein Reh. Da liegt Schrott. Weg hier, bleib weg.
auch schon Zaun. Ja, ich würde sagen, folgen wir dem Zaun einfach mal ein bisschen, wa? Wieder ans Wasser. Seite haben wir so unsere Basis noch nie gesehen. Mal gucken, ich kann von hier oben gleich ein schönes Bildchen machen, so. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Spaziergang am Strand entlang. Hier, wo knurrt was. Also mein Magen war es nicht. Ihre Basis. Kommt jemand hinterher? Gar nicht ganz an die Schüsse. Schiete. Naja. Egal, wir haben sie wenigstens einmal kurz geärgert. Zwei Stück waren es, wenn ich das richtig gesehen habe. Thank you.
Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, ob die da gleich noch runterkommen oder ob die hier oben bleiben. Aber alles das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao.